Mi nombre es Felipe Antonio Ustate Pérez. Mein Name ist Felipe Antonio Ustate Pérez. Ich bin in Manantial geboren. Ich bin in Manantial aufgewachsen und ich habe Manantial, sagen wir mal, verlassen. Die Bevölkerung von Manantial war die erste, die durch die Cerrejón-Kohleförderung im April 1985 vertrieben und zerstört wurde. Durch die Cerrejón-Kohleförderung geschah auf Anordnung von Carbocol, Carbones de Colombia und in der COR, International Colombia Resources Corporation. In der COR gehört zu den US-Energiekonzernen von ExxonMobil, die sich mit Carbocol zusammengeschlossen haben, vom kolumbianischen Staat. Bei Intercor sagten sie mir, dass sie nach La Guajara und nach Kolumbien gekommen waren, um Kohle zu gewinnen, nicht um Häuser zu bauen oder den Menschen Wohlstand zu bringen. Es war ihnen scheißegal, ob wir etwas zu essen hatten oder nicht. Manantial stand mit Cerrejón in direkter Verhandlung. Dann versuchte ich vor Gericht zu gehen. Die kolumbianische Justiz hat weder Gewissensfreiheit, noch hat sie die rechtliche Seite des damals geltenden Gesetzes berücksichtigt. Denn der Dekret 1275 von 1965 wurde hier in La Guajira nie angewendet. Und die Konditionen der Verkäufe, ich sage es noch einmal, wurden uns direkt von Intercor, heute Cerrejón, auferlegt. Sie haben zu einem bestimmten Preis gekauft, beziehungsweise den Landwirten einen gewissen Betrag ausgezahlt, und dann stellt sich heraus, dass sie auf ihren Rechnungen andere Preise angegeben haben. Die Preise waren dabei unterschiedlich hoch. Einige haben angeblich bis zu 500.000 Pesos pro Hektar erhalten, andere 1.000.000 Pesos. Nein, nicht 1.000.000, Entschuldigung, 2.000, 3.000 Pesos. Der höchste Preis, den sie pro Hektar gezahlt haben, waren 18.000 Pesos. Mit Ausnahme von ein paar Einzelpersonen in Barrancas und Hato Nuevo, die 28.000 und 30.000 Pesos pro Hektar bekommen haben. Noch eine Sache sind die berühmten Honorare, die Führungspersonen in La Guajira auf Bezirks- wie auch auf Gemeindeebene angeblich eingesteckt haben. Die wurden vom kolumbianischen Staat selbst oder von der amtierenden kolumbianischen Regierung finanziert und gesponsert. Das heißt, sie sind mit ein paar juristischen Marionettenverbänden zu uns gekommen. Sie schreiben vor, an wen die Aufträge gehen. Sie bestimmen die Bebauungspläne, arbeiten an der öffentlichen Infrastruktur, Schulen, allgemein jede Infrastruktur, die für La Guajira geplant wird oder schon gemacht wurde. Die Regierung drängt uns das von Bogotá aus auf. Sie sagen uns, mit diesem oder jenem wird der Vertrag geschlossen. Heute vergießen wir darüber Krokodilstränen und machen uns Sorgen. Hier vor unserer Nase haben wir diese Baustelle. Eine Geldschleuder. Es sollte ein Einkaufszentrum werden. Aber die Baustelle hat eine Unmengen Geld verschlungen und steht hier seit mehr als 30 Jahren verlassen. Das gleiche ist mit dem wunderbaren Rancheria-Staudamm passiert. Es ist mehr als 10 Jahre her, dass er gebaut wurde und das Wasser sich dort staut. Wir in den Gemeinschaften kämpfen ums Überleben, weil uns dieses Lebenselixier fehlt. Und da steht das ganze Wasser. Wie lange denn noch? Nun ja, es hat mal jemand gesagt, wenn sich jemand findet, mit dem es sich lohnt, ins Geschäft zu kommen, dann verkaufen wir ihn. Hoffentlich geben sie uns dann etwas von dem Trinkwasser ab, nicht wie die Unternehmen, die uns heute ausbeuten und uns alles nehmen. Wir bezahlen für einen 30-tägigen Trinkwasserdienst, aber wir bekommen bestenfalls einmal im Monat Wasser. Sehr oft vergehen 2 oder 3 Monate und nichts kommt bei uns an. Manche Viertel bekommen 2 bis 3 Mal im Monat Wasser oder 3 Tage im Monat. Nein, keine Tage, halbe Tage oder 12 Stunden, maximal 15 Stunden, weil uns eben diese Wasserlieferungen nicht erreichen. Also kaufen einige von uns Wasser, die es sich leisten können. Wir bezahlen also das Unternehmen, von dem uns die Regierung versprochen hat, dass es uns Wasser bringt. Dann bezahlen wir den Tankwagen. Der Tankwagen fährt zum Becken, holt von dort das Wasser und verkauft es uns weiter, damit wir uns zu Hause waschen und die Hausarbeiten erledigen können.
Wir bezahlen für Wasser in Beuteln oder Flaschen, damit wir zu Hause Wasser haben. Und zu guter Letzt dürfen wir Strom von den Elektroräubern kaufen. So nennen wir sie, weil ihre Dienste unterirdisch sind. Wir müssen sie bezahlen, denn ohne Turbine oder Motorpumpe kommen wir nicht an den Wasser. Denn der Lieferdienst kommt ja nicht bis zu unseren Häusern. Das ist also ein erfolgreiches Geschäft und ein Teufelskreis, in dem sie uns sagen, dass sie etwas tun werden und wir trotzdem immer noch im selben Schlamassel stecken. Echte Lösungen gibt es bisher nicht. Para Alemania y para el mundo, sobre todo, todas estas empresas que están consumiendo el carbón. Nun, für Deutschland und für die ganze Welt, besonders für all die Unternehmen, die Kohle von Cerrejón kaufen. Ich kann Ihnen sagen, dass das eine blutige Kohle ist. Daran klebt das Blut von Menschen, die versucht haben zu leben, zu überleben. De sobrevivir o de vivir.